Heute bei uns im Test die Nikon P1000. Als Kompaktkamera kann man sie kaum noch bezeichnen, aber schauen wir doch mal, was sich getan hat im Vergleich zu P900. Und für die ganzen Nikon-Fans und Technikinteressierten unter euch, wir filmen das Video jetzt auch mit der Nikon Z7. Dann werfen wir erstmal den ersten Blick auf die Nikon P1000 und was direkt auffällt, die Kamera ist unglaublich groß, zumindest für eine Kompaktkamera oder sagen wir einfach mal eine Kamera mit fest verbautem Objektiv. Das auch mit die größte Neuerung gegenüber der P900, dem Vorgänger, 24 bis 3000 mm, davor waren es 24 bis 2000 mm, also jetzt einfach nochmal im Tele ein gutes Stück draufgepackt und dadurch ist die Kamera knapp 50% größer geworden in fast allen Abmessungen und auch, naja, um die 500-600 Gramm schwerer, also deutlich, deutlich größer das Gesamtpaket ist. Okay verarbeitet, also natürlich primär Kunststoff, relativ dünn und wirkt aufgrund des großen Volumens und des dafür wiederum nicht allzu hohen Gewichts, naja, sagen wir mal so mäßig gut verarbeitet. Aber sie fässt sich auf jeden Fall gut an. Also seht ihr zum Beispiel, die Hand hat auf jeden Fall genug Platz, um die Kamera sicher zu greifen. Was mir vom Design nicht ganz so gut gefällt, hatte ich auch schon im Unboxing erzählt. Den Speicherkartenslot habt ihr hier auf der Unterseite drin und ganz ehrlich, wenn man sich das Gehäuse hier mal anschaut, da wäre mehr als genug Platz gewesen, um den Speicherkartenslot zum Beispiel an der Seite anzubringen. In Sachen Bedienelementen eigentlich recht okay ausgestattet. Ihr habt hier oben euer Haupteinstellrad, habt auf der Rückseite sogar noch mal ein zweites mit dabei. Das heißt auch, wenn ihr zum Beispiel im manuellen Modus fotografiert, könnt ihr hier eigentlich mit beiden Einstellrädern immer noch sehr schön arbeiten. Auch die Knöpfe Nikon-typisch von der Anordnung. Was mir fehlt und dafür wäre auf der Oberseite wiederum auch genug Platz gewesen, hier zum Beispiel einfach noch ein dedizierter ISO-Button hinzubauen. Das wäre noch ganz schön gewesen. Haupteinstellrad habt ihr hier, kleine Fokuswippe, Funktionsbutton, den ihr frei belegen könnt. Da könnt ihr dann natürlich zum Beispiel auch den ISO-Wert drauflegen. Und ihr habt natürlich auch noch am Objektiv einmal einen Einstellring, den könnt ihr natürlich im manuellen Fokus dafür nutzen, den Fokus manuell zu setzen, ganz klar. Ihr könnt den Ring aber auch, wenn ihr jetzt nicht im manuellen Fokus drin seid, anderweitig belegen. Habe ich auch gemacht. Zum Beispiel könnt ihr hier die Belichtungskorrektur draufpacken oder irgendwas anderes, das man frei regeln kann. Hier habt ihr dann auch nochmal eine Zoom-Wippe und der Schalter hier vorne sorgt dafür, dass ihr mit einem Knopfdruck wieder in den Weitwinkel zurückgeht. Ich mache die Kamera mal ganz kurz an, damit ihr das sehen könnt. So, dann gehe ich einmal in den Tele hinein. Ja, jetzt sind wir irgendwie so bei 2000 mm und ich kann dann mit einem Knopfdruck schnell zurückgehen und dann fährt die Kamera wieder zurück. Welchen Sinn hat das Ganze? Angenommen, ihr fotografiert jetzt irgendwas im Tele und verliert euer Objekt aus den Augen. Drückt ihr einmal drauf, seid wieder in einer weitwinkligen Einstellung, sucht nochmal schnell euer Motiv und könnt dann direkt wieder reinzoomen. Also eine ganz sinnvolle Funktion sogar. Kommen wir damit auch zu einem richtigen Problem der Nikon P1000. Zumindest ist es meiner Ansicht nach mit das größte an der Kamera. Und da wurde auch leider nichts wirklich verbessert im Vergleich zum Vorgänger, also der P900. Und zwar geht es generell um das Thema Geschwindigkeit, das heißt sowohl Autofokus als auch Serienbild und in dem Fall hier natürlich auch nochmal der Zoom. Ich bin jetzt aktuell in der Weitwinkeleinstellung drin und gehe jetzt einfach mal komplett in den Tele. Ich halte schon mal ein bisschen weiter nach drüben, weil es jetzt ja ziemlich weit rausfährt. Ja. Und ihr seht schon, wir sind hier insgesamt bei, naja, ein bisschen über oder um die 3 Sekunden etwa für einen kompletten Lauf von Weitwinkel bis Tele. Das hat natürlich die Problematik angenommen, ihr wollt jetzt irgendwo schnell reinzoomen, seid ihr zum Beispiel hier am Platz, seht irgendeinen Vogel, Greifvogel, was auch immer, den ihr fotografieren wollt, dann dauert es ja schon mal 2 bis 3 Sekunden, bis das Objektiv überhaupt in der Brennweite ist, mit der ihr fotografieren wollt. Und da ist natürlich das Objekt vor der Kamera unter Umständen schon weg, ganz woanders, wo ihr es nicht mehr haben wollt. Das kann man nur bedingt lösen, weil natürlich kann man jetzt nicht von der Kamera verlangen, dass sie in einer halben Sekunde so weit ausfährt. Da hat natürlich irgendwann auch der Motor Probleme und es soll ja auch passieren, ohne dass irgendwas hier dauerhaft beschädigt wird. Also das ginge vielleicht ein bisschen schneller, aber nicht mehr allzu viel. Was wiederum viel wichtiger in meinen Augen wäre, man hätte der Kamera einen komplett neuen Autofokus verpassen sollen, denn schon die P900 war nicht besonders bekannt für einen sehr, sehr guten Autofokus und so ist es auch bei der P1000.
Sie pumpt sehr schnell, teilweise hat sie Probleme, einfachste Situationen gut zu erkennen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einfach nur den Mond oben und selbst da habe ich auf Autofokus gedrückt oder probiert anzufokussieren. Und manchmal war es scharf, manchmal war es unscharf. Und rund um den Mond ist jetzt nicht allzu viel, bei dem sich der Autofokus verlieren könnte. Oder auch Vögel im Flug fotografieren, blauer Himmel, einfach nur schwarze Krähe davor. Natürlich nicht so einfach, wenn das Objekt recht klein ist, aber ihr könnt hier weit reinzoomen. Also es ginge theoretisch, aber auch da teilweise 5 bis 10 Sekunden einfach nur am Hin und Her fokussieren, ohne jemals ein Objekt zu treffen. Und natürlich habt ihr es spätestens dann komplett verloren und wisst gar nicht mehr, wo euer Objekt der Begierde eigentlich jetzt noch ist. Also da fehlt einfach in Sachen Geschwindigkeit schon sehr viel. Weiter geht's, Thema Serienbild. Die Kamera kommt auf 7 Bilder pro Sekunde. Und wenn die einmal aufgenommen sind, nämlich 7 Bilder am Stück, also genau 1 Sekunde lang, genau, dann ist erstmal Warten angesagt, egal wie schnell eure Speicherkarte ist, die ihr eingebaut habt. Ich habe hier auch sogar meine US2-Karte drin, die eigentlich um die 200 Megabyte pro Sekunde abspeichern könnte. Vollkommen egal, es dauert hier 4 bis 5 Sekunden, bis die gerade mal 7 Bilder wieder weggespeichert sind. Während das passiert, könnt ihr auch damit keine weiteren Fotos aufnehmen. Also auch in Sachen Serienbild unglaublich langsam. Was natürlich die Anwendungsmöglichkeiten jetzt extrem einschränkt. Wildlife-Fotografen, wie gesagt, Autofokussierenbild viel zu langsam. Sportfotografen genau das gleiche Problem. Das heißt, sehr, sehr wenig Nutzer, die die Kamera wirklich effektiv nutzen können. Kommen wir nun aber endlich zur Bildqualität der Nikon P1000. Was hat sich da getan im Vergleich zum Vorgänger? Sensorseitig nichts, zumindest nichts, was ich jetzt irgendwie hätte erkennen können. Weiterhin ein 16-Megapixel-Sensor im typischen Kompaktkameraformat, also ziemlich klein. Was dann auch dafür sorgt, dass das Bildrauschen sehr schnell in die Höhe geht. Um es konkreter zu sagen, bereits bei ISO 400 sieht man ein ziemlich deutliches Bildrauschen und wenn ihr einfach mit den JPEG-Bildern arbeitet aus der Kamera, merkt man auch schon, dass der Rauschfilter ordentlich zupackt und sehr viele Details wegbügelt. Wenn ihr also zum Beispiel mal Tiere fotografiert, ich habe jetzt hier mal Krähen in Berlin genommen, vom Gefieder bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig, dass man da an Details sehen könnte. Da wird einfach der Rauschfilter oder zieht sehr viele Details schon raus bei dem Versuch, das Rauschen zu minimieren. Also das ginge mit einem größeren Sensor definitiv besser, aber damit würde natürlich das Objektiv noch viel, viel größer werden, das Gesamtpaket. Dementsprechend kann man das von Nikon soweit schon verstehen. Also wenn es irgendwie geht bei der Kamera, den ISO-Wert so tief nach unten schrauben, wie es geht. ISO 100, ISO 200 ist in Ordnung, darüber wird es vom Bildrauschen einfach schon sehr schnell, sehr intensiv. Natürlich fast noch spannender, das ist das Objektiv, das hier eingebaut ist in der Kamera jetzt mit bis zu 3000 mm. Und ich hatte tatsächlich Probleme, das sinnvoll zu testen, was jetzt nicht daran liegt, dass ich kein ordentliches Stativ gehabt hätte oder schlechtes Wetter, sogar Sonnenschein, alles gut. Das Problem ist vielmehr Sonnenschein, denn ihr habt ein ganz großes Problem bei so super langen Brennweiten und das nennt sich Hitzeflimmern oder wenn ihr jetzt Richtung Sterne fotografiert, Mond fotografiert, atmosphärische Störung, die ihr nach oben irgendwann immer bekommt. Hitzeflimmern, was heißt das? Angenommen, ihr habt eine Wiese oder Beton, Asphalt, was auch immer. Die Sonne scheint drauf, Wärme steigt auf und dann seht ihr immer schon im krassesten Fall so eine Art Fata Morgana oder eben einfach nur Hitzeflimmern. Und das limitiert einfach die Auflösung, da ihr wie so durch so eine Art waberndes Milchglas fotografiert. Ich habe mal bei 3000 mm ein 4K-Video aufgenommen und da seht ihr das auch schon ganz schön. Teilweise habt ihr einfach wie so eine Art unscharfe Linse oder unscharfe Flecken davor. Das ist einfach das Wabern der Luft, das ihr sehen könnt. Es wird also sehr, sehr schwer, das Objektiv wirklich zu beurteilen, wenn man nicht gerade im Labor ist. Und dadurch ist eigentlich dieser Wechsel von 2000 auf 3000 mm als ganz große Neuheit in den meisten Fällen komplett nutzlos. Denn das, was ihr an Auflösung oder an Details gewinnen könntet, zieht euch eigentlich immer schon die atmosphärische Störung, also das Hitzeflimmern, wieder raus. Deswegen wäre es oder ist es meiner Meinung nach gar nicht so sinnvoll, hier auf 3000 mm zu gehen und die Kamera so viel größer zu machen. Das ist eigentlich eher was fürs Verkaufsprospekt. Wir filmen jetzt mal mit der Nikon P1000 und haben uns so weit voneinander entfernt gestellt, wie es die Funkstrecke, mit der wir arbeiten, irgendwie zulässt. Wir hatten schon einen Versuch noch 10 Meter weiter hinten. Da ist dann leider der Ton irgendwann komplett ausgefallen.
Aber wie gesagt, jetzt so um die 2000 bis 3000 mm, was schon ein sehr spannender Bildlook natürlich ist. Ihr braucht, wie ihr merkt, natürlich dann das passende Audio-Equipment, außer ihr wollt jetzt irgendwelche andere Naturaufnahmen machen. Trotzdem sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt gleich mal rauszoomen, seht ihr auch schon, was für eine unglaubliche Entfernung das ist zwischen uns beiden. Ja, mein Fazit zur Nikon P1000. Ich habe es schon gesagt beim Thema Bildqualität. Meiner Ansicht nach wurde die Kamera primär fürs Verkaufsprospekt entwickelt. Da kann es natürlich glänzen mit einem 125-fach optischen Zoom, 3000 mm im Tele. Das verkauft sich super. Für mich allerdings ein bisschen am Sinn vorbei entwickelt oder das, was man hätte verbessern sollen. Ich hätte mir eher eine Art P900S für Sport oder Speed, je nachdem, wie ihr sie nennen wollt, gewünscht. Das hat einfach ein komplett neuer Autofokus rein, ein größerer Puffer für Serienbildaufnahmen. Schneller müsste es gar nicht mehr sein in Sachen Serienbild, aber einfach größerer Puffer, besserer Speicherkartencontroller, vielleicht noch minimal schnellerer Zoom, den man eingebaut hätte. Das wäre irgendwie ganz schön gewesen. Klar, 4K-Video als Neuerung mit drin, RAW-Unterstützung als Neuerung drin. Das ist sinnvoll, dafür braucht man aber die 3000 mm nicht. Die machen die Kamera einfach nur unnötig groß und unnötig schwer. Also wie gesagt, da wurde für mich ein bisschen in die falsche Richtung einfach designt bei der P1000. Für wen könnte es trotzdem sinnvoll sein? Ich denke mal, gerade in Richtung Planespotting könnte ich mir die P1000 gut vorstellen. Da sind die 3000 mm durchaus noch nutzbar, wenn es wirklich in eine weite Entfernung ist. Da kann man ein paar andere Dinge mitmachen. Auch generell, wenn es jetzt Richtung Spotting geht, also auch Trainspotting und Co., da könnte es vielleicht noch irgendwie ganz spannend werden. Aber wie gesagt, spätestens irgendwie in Richtung Wildlife, Sport, dafür ist die Kamera einfach weiterhin viel zu langsam. Was sagt ihr zu Nikon P1000? Habt ihr vielleicht die P900 schon gehabt und wollt jetzt umsteigen? Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare hinein.